Potato, potato, tomato, tomato, let's call the whole thing off. Was für eine Aufregung. Nur weil zwei Verlage in den Niederlanden und in Spanien den Auftrag, Amanda Gormans Inaugurationsgedicht zu übersetzen, neu vergeben haben, also nur weil sie wollen, dass Personen das Gedicht übersetzen, die der Erfahrungswelt der Autorin näher stehen als die zuerst zur Übersetzung Verpflichteten, warnen nun viele vor einer riesigen Verbotswelle. Also es wird geunkt, künftig müssten ÜbersetzerInnen in Hautfarbe, Geschlecht und Alter immer exakt den AutorInnen entsprechen, die sie übersetzen. Und selbst und gerade große Feuilletons sind sich leider nicht zu schade, dafür Artikel zu drucken, in denen behauptet wird, fortan, ich zitiere mal nur ein Beispiel, dürfe kein europäischer Übersetzer mehr den Text eines Asiaten übertragen. Nun, abgesehen davon, dass so etwas niemand auch nur in noch so abgeschwächter Form fordern würde, ist es aber ohnehin absurd, hier von Nicht-Dürfen oder von Verboten zu sprechen. Denn natürlich darf jeder Mensch sich jeden beliebigen Text dieser Welt vornehmen und ihn in jede beliebige Sprache übersetzen. Und natürlich kann eine Übersetzung dann auch ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Also sie kann sich stärker an der Ausgangssprache oder stärker an der Sprache, in die übersetzt wird, orientieren. Sie kann wörtlich sein, sie kann frei sein, sie kann interpretierend sein, sie kann auch parodierend sein. Alles ist erlaubt. Und in Zeiten des Internet kann auch jede Übersetzung, die entsteht, sofort publiziert und damit zur Diskussion gestellt werden. Und wenn sie denn dann besser, wenn sie origineller, wenn sie interessanter ist als die Übersetzung, die ein Verlag herausbringt, ja, dann besteht zumindest eine gar nicht so schlechte Chance, dass das auch auffällt und dass es sich herumspricht. Also, statt beleidigt zu jammern, was angeblich mal wieder alles nicht gedurft wird, sollten sich diejenigen, denen wirklich so sehr an Gormans Gedicht gelegen ist, einfach einen Ruck geben und es selbst übersetzen und dann für ihre Übersetzung werben. Man könnte vielleicht sogar einen großen Wettbewerb ausloben, mit dem Ziel, so viele Übersetzungen wie nur möglich zu bekommen. Und die könnte man dann alle miteinander vergleichen, man könnte ihre Unterschiede diskutieren und ich glaube, man würde dabei ganz schön viel lernen über das Gedicht, über die verschiedenen ÜbersetzerInnen und ja, über das Übersetzen an sich. Also, wo bleibt ein solcher Wettbewerb?